Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Gamer, guten Abend, liebe Crafter. Ich freue mich, dass ich auch meinen Beitrag leisten darf, aktiv mit einem Vortrag und die Geschichte der Games und auch der Medien, weil das ist tatsächlich mein Beruf heute, aufzuzeigen in den vergangenen Jahren. Und an der Stelle möchte ich auch noch ganz besonders danken, der Frau Floritz, dann den beiden Flohs, Friedrich und Seidel. Die beiden Flohs waren diejenigen, die, mit denen ich immer Kontakt hatte und die für mich auch der Ansprechpartner sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass so etwas hier stattfindet in Fürth, in der Heimatstadt. Und es war dann selbstverständlich, dass ich mit meinen Kollegen das Ganze auch unterstütze. Jetzt ein paar Worte zu mir. Wer bin ich denn eigentlich? Jetzt mal im Kurzabriss. Also ich bin Geschäftsführer bei Computec Media. Computec Media ist hier Stadtgrenze auf dem Grundgelände. Neben dem Rundfunkmuseum sind wir seit vielen Jahren schon. Wir sind ein Medienhaus, das Zeitschriften, Websites, Apps, Events und Co. Hauptsächlich zum Bereich Games herausgibt. Geboren worden bin ich 1970 in Regen. Man hört es nicht, dass ich Niederbayer bin, glaube ich. Und bin aber von 1986 an habe ich Spiele entwickelt. Da komme ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr drauf. 10 kommerzielle Spiele habe ich entwickelt. 1990 ging es dann nach Franken. Seitdem bin ich auch in Franken. Ich habe in Bamberg Wirtschaftswissenschaften studiert und bin hier in Franken dann hängen geblieben bei Computec Media. Werde ich dann später noch was dazu erzählen. Also ich habe angefangen als freier Redakteur, dann wurde ich Redaktionsleiter, Chefredakteur, Direktor und ja, das ist, also ich bin immer bei Computec, allerdings hat Computec mit dem, was es heute ist, nicht mehr so viel zu tun, was es vor 25 Jahren war. Ich bin verheiratet, 1999 habe ich geheiratet, meine zwei Söhne, meine Frau, die sollten auch noch im Laufe der nächsten 30 Minuten möglicherweise auftauchen. Und denke ich, ist auch ganz wichtig, weil ich war schon immer ein Gamer und Gamer sind bilden die Gesellschaft ab. Ich komme ganz später noch drauf, weil wir kennen ja alle die Vorurteile von Gamern und kann an der Stelle schon eines sagen, das hat sich mittlerweile deutlich gewandelt. In den 80ern war das noch eine ganz andere Situation, da war Gaming ja per se böse. So, was werde ich Ihnen heute vorstellen. Erstmal meine Geschichte auch. Dieses Bild hat mich geprägt oder hatte große Auswirkungen. Das war nämlich das Startbild vom CBM-Maschinen, die 1984 im Gymnasium in Zwiesel standen. Und es war der Computerraum und ich habe damals den Rechner eingeschaltet und da kam dieses Bild und habe angefangen auch zu programmieren. Und mit dem Ergebnis, dass ich die meiste Zeit dann nachmittags im Computerraum in der Schule war. Meine Eltern haben das bemerkt, Spiele gab es da kaum, also habe ich die Spiele selbst programmiert. Und ab Weihnachten 1984 hat sich dann eines geändert, da habe ich dann hauptsächlich dieses Bild gesehen. So, diese beiden Farben, dieses Hellblau und Dunkelblau, die sind für meine Entwicklung, glaube ich, waren die sehr entscheidend. Es war der C64, mit dem habe ich dann tatsächlich angefangen, kommerzielle Spiele zu machen und habe die meiste Zeit programmiert. Muss aber auch zugeben, habe ich heute noch rausgesucht, ich habe nicht nur programmiert, sondern da liefen dann auch solche Geschichten. Wer es kennt, das ist Blue Max, das ist 1984 erschienen und das habe ich sehr gerne gespielt und das war damals wirklich toll. Also das hat mich fasziniert, ich habe programmiert, entwickelt und das sind drei Bilder, die bei mir die Impulse gesetzt haben für den späteren Lebensweg. Grundsätzlich muss ich auch eines sagen, ich habe nie irgendwas geplant, habe nie geplant, ich will jetzt dieses werden und jenes werden. Es hat sich immer so ergeben. Und das ist, glaube ich, auch generell eines zur Spielehistorie, stellen wir auch fest. Da gab es nie einen großen Plan. Viele Sachen haben sich einfach so ergeben, weil bestimmte Menschen was gemacht haben. Und jetzt zeige ich Ihnen mal den Überblick,
was Sie heute sehen werden. Einmal die Spielehistorie von 1958 bis 2015. Ich zeige Ihnen, was das erste Spiel tatsächlich war. Das ist tatsächlich verprobt, dass das erste Spiel ist. Die Geschichte dazwischen gibt es dann immer unterschiedliche Darstellungen, aber Tatsache ist, begonnen hat es 1958 und dann will ich auch die Reise bis 2015 machen, bis zur Virtual Reality, Oculus Rift und Co., was jetzt in aller Munde ist. Und der Abschluss ist dann noch die Top 10 der meistverkauften Spieleserien aller Zeiten. Fand ich selber ganz interessant, als ich da recherchiert habe, weil man es natürlich alle kennt, aber es ist, zeigt auch, wie tatsächlich die Spielelandschaft ist. Zeitgleich, damit wir nicht nur über Spiele sprechen, habe ich Computec Media auch eingebracht, und zwar, weil das ähnlich spannend ist. Auf der einen Seite die Spieleentwicklung von den ersten einfachen Spielen wie Pong hier, und auch bei dem Magazin, beim Mediengeschäft, von dem Diskettenmagazin über Printmagazine bis hin zu Events, Livestream-Apps und sonstigen Geschichten. Das ist eine ähnlich spannende Entwicklung und das greift auch ineinander. Um die Tonalität von meinem Vortrag gleich mal vorwegzunehmen, ich habe eine Spiegeltitelseite vom letzten Jahr, Spielen macht klug. Also wenn einer Zweifel hat, wenn jetzt meine Söhne da sitzen würden, die kommen noch. Wer aber nur spielt, der wird dumm, muss ich an der Stelle gleich dazu sagen. Aber generell, spielen ist nicht schlecht, im Gegenteil, es ist sehr gut, aber wie alles im Leben, wenn man etwas zu extrem macht und nur eine Sache, wenn man nur Sport macht, nur Gitarre spielt oder nur Schlagzeug oder egal, wenn man eine Sache alleine macht, alles andere nicht, ist es meistens nicht positiv. Aber grundsätzlich ist Spielen etwas, was sehr viele es ist auch wirklich nachgewiesen, sehr viele Talente fördert und Reaktionen und auch das Denkvermögen. Und das ist, dafür sind Spiele tatsächlich sehr gut. Man muss heute nur Kleinkindern zuschauen, wenn man denen ein iPad in die Hand drückt, wie die sofort damit umgehen können, wie die dann sofort rumwischen und was das dann eigentlich für Verknüpfung der Nerven dann anregt. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Sache. Jetzt kommen wir zum ersten Spiel. Wie ist es entstanden? Tatsächlich hat sich nicht jemand gedacht, ach, ich mache jetzt ein Spiel, sondern tatsächlich war es im Oktober 1958 der William A. Higginbotham, der war ein Physiker am Kernforschungszentrum, der hatte sich gedacht, wie kann ich zum Tag der offenen Tür, ähnlich wie unsere Nacht der Wissenschaften, die wir, glaube ich, morgen, oder? Wie kann ich die Leute zu mir in das Laboratorium locken? Und er hat dann einen Analogcomputer genommen und hat es mit dem Oszilloskop zusammengestellt und hat quasi einen Vorläufer von Pong geschaffen. Man konnte mit dem Drehregler dafür sorgen, dass sich ein Lichtpunkt hin und her bewegt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man sieht die ganze Apparatur und der Pfeil zeigt auf das kleine Display und der Rest war der Computer. Und das war tatsächlich das erste Computerspiel. Es gibt leider keine Videoaufnahmen von damals. Damals stand keiner mit dem Smartphone dort und hat es gefilmt. Aber ihm ist, da sind sich alle einig, die Ehre zuteil, dass er das erste Computerspiel entwickelt hat. Und das war ein maßgeblicher Punkt, weil diese Idee, die er hatte, die wurde dann auch später weiter aufgegriffen. Im Lauf des Vortrags werde ich auch immer wieder einige Experten zitieren. Was will ich damit eigentlich zeigen? Sehr viele Sachen, die man heute annimmt, werden sicherlich nicht so kommen. Und auch Experten, die wirklich Grandioses geleistet haben und wichtige Positionen innehaben, können sich irren. Und als die Kollegen da waren von Grotto TV ein Interview mit mir gemacht haben, da war auch, ja, was wird die Zukunft bringen? Tatsächlich wird es so sein, das, was man jetzt annimmt, was die Zukunft ist, das wird dann tatsächlich wieder ganz anders sein, was jetzt IT angeht. Und das ist dann im Prinzip, wirken dann manche Aussagen jetzt lustig, deswegen habe ich es auch reingemacht. Allerdings muss man selber sagen, wenn man heute selbst gefragt wird, kann es sein, dass er genauso einen Unsinn erzählt, weil die Realität einfach anders verläuft. Aber trotzdem die Aussage, dass der Chef von IBM, Tom Watson, 1943 gesagt hat, ich denke, dass es einen Weltmarkt für 5 Computer
Computer gibt, vermutlich hat er an die Kontinente gedacht, da kann man dann sagen, hat sich leicht geirrt. Er hat zwar natürlich in anderen Dimensionen gedacht, aber es zeigt nur, dass selbst visionäre Männer nicht erkennen können, wie die Zukunft wirklich sein wird. So, dann kommen wir zu dem ersten kommerziellen Spiel. Kommerziell war es deswegen, weil dieses Spiel ganz bewusst auf dem PDP-1 von Digital Equipment installiert worden ist, um einen Verkaufsanreiz zu schaffen. Der Steve Russell, hier ist auch im Bild zu sehen, hat dieses entwickelt 1962 und aufgrund dieses Spiels, das da oben war, hat sich Digital Equipment, merken Sie sich den Namen, auf Digital Equipment kommen wir später nochmal, weil auch da der Chef mal eine wunderbare Prognose gemacht hat. Tatsächlich war aber Space War, hat dafür gesorgt, dass die Firma erfolgreich geworden ist. Ja, das hat nicht jeder Haushalt gehabt, aber es war einfach dann, wenn Firmen zu entscheiden haben, was kaufen wir denn jetzt, dann kann man das darlegen, gibt viele Gründe, und dann, wieso es dann wirklich gemacht wird. Am Ende sind dann solche Faktoren entscheidend. Ein gewisser Nolan Bushnell hat da sehr genau aufgepasst, was mit dem Space War war, und hat dann 1971 ein Spiel namens Computer Space gemacht. Das war inhaltlich ähnlich zu diesem Space War und war der erste große Spielautomat. War noch nicht wahnsinnig erfolgreich, aber trotzdem ist es belegt, dass das der erste Spielautomat war. Das Design ist typisch 70er Jahre, würde, glaube ich, auch in jeden James-Bond-Film auch reinpassen. Und der Nolan Bushnell, der wird uns später nochmal begegnen, weil der auch eine wegweisende Entwicklung dann auch eingeleitet hat. Und möglich wurde das mit dem ersten Spielautomaten, weil die Redakteure von der Zeitschrift Popular Mechanics, die hatten 1949 eine Prognose gemacht, die ist eingetreten. Computer der Zukunft werden nicht mehr als 1,5 Tonnen wiegen. Sie hatten recht, muss man sagen. Also das war jetzt kein Irrtum. Allerdings haben die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass heutzutage Raspi hier minimal für 10, 15 Euro zu haben ist. An sowas haben sie vermutlich nicht gedacht. Aber trotzdem, diese Aussage 1,5 Tonnen fand ich durchaus bemerkenswert. So, die erste Videospielkonsole. Das war tatsächlich von einem Deutschen. Ralf Beer ist 1922 in der Pfalz geboren, ist 1938, zwei Monate vor der Reichspogromnacht, mit seinen Eltern in die USA geflüchtet. Es war eine jüdische Familie und er hat tatsächlich angefangen, die erste Konsole für seinen Arbeitgeber, für Magnavox, zu entwickeln. Er war wirklich der Visionär schlechthin. Ich hatte auch einmal die Ehre, ihn kennenzulernen. Vor einigen Jahren, als er in Deutschland einen Ehrenpreis bekommen hat. Er ist leider letztes Jahr am Nikolaustag verstorben. Aber er war ein grandioser Kopf, und wenn man viele heute fragt, dann ist er eigentlich derjenige, der sehr vieles vorweggenommen hat. Er hat erstens vorweggenommen, dass man zu Hause spielen kann. Er hat vorweggenommen diese Regler, mit denen man Spiele dann steuern kann. Und er hat seinen Arbeitgeber insbesondere überzeugt davon, dieses zu produzieren. Und tatsächlich war das ein beachtlicher Erfolg. 100.000 Exemplare sind verkauft worden. Und wenn Sie auf das Bild auf dem Riesenfernseher sehen, im Hintergrund, man kann natürlich eindeutig Pong erkennen. Hieß damals aber noch nicht Pong. Und jetzt kommt wieder der Kollege von vorhin. Und zwar noch im gleichen Jahr hat Nolan Bushnell die Firma Atari gegründet. Hier rechts unten sieht man ein Bild von ihm und hat diese Idee von dieser Konsole aufgegriffen und hat daraus diesen Spielautomaten gemacht, Pong. Damit begann eigentlich der Siegeszug von Spielautomaten. Als die ersten Automaten aufgestellt worden sind in den Kneipen, ist Folgendes passiert, da schon nach ein oder zwei Tagen alle angerufen haben bei Atari und gesagt, das Ding ist kaputt, es funktioniert nicht mehr. Was war tatsächlich passiert? Die Leute haben da so viel gespielt und so viel Münzen eingeworfen, dass der Münzschacht voll war, und deswegen hat das Gerät nicht mehr funktioniert.
Und das ist auch eine wichtige Sache. Man hat sich nicht vorstellen können, wie erfolgreich das Ganze wird. Und weltweit sind dann 19.000 Automaten aufgestellt worden. Ja, also das ist wirklich gigantisch gewesen. Und darauf hat sich ja auch der Erfolg von Atari begründet, die ja dann später noch andere Geschichten gemacht haben. Aber Pong ist für viele, wenn man viele fragt, Pong ist tatsächlich so mit das erste Spiel, das sie gespielt haben. Auch ich kann mich erinnern, ich habe bei meinem Onkel Franz, habe ich Pong gespielt mit den Drehreglern irgendwann in den 70ern. Und für die meisten ist Pong das erste Spiel, das sie gespielt haben. Es dauerte natürlich nicht lange, bis, wie bei allen Medien, auch Violence, also Gewalt, dazugekommen ist. Genauso wie es Filme gibt mit Gewalt und Bücher und Musik, wo man sagt, okay, das sollen jetzt meine Kinder nicht hören, gab es natürlich dann auch Violent Games. Und Gunfight von Taito war tatsächlich das erste Spiel, wo es um Gewalt ging. Also hier sieht man ja zwei Cowboys, die aufeinander schießen. War nicht sonderlich realistisch, aber trotzdem war das wirklich das erste Spiel, in dem man Gewalt ausüben konnte, wo dann die Jugendschützer sich schon melden konnten und sagen, ganz schlimm, geht gar nicht. Aber ich verweise da immer auf andere Medien und das ist ein ganz normaler Prozess und gehört einfach auch mit dazu. Es führte dann auch, natürlich waren die Spiele dann später ein bisschen realistischer und hat dann auch zu solchen, da war das ein bisschen furchteinflößender, wenn man das jetzt hier so sieht, wie die Mumie hochkommt. Also wer jetzt Angst hat, der sollte die Augen besser schließen, weil es wird heftig, sage ich nur, halt doch nicht. Und ohne den Shooter von vorhin wäre sowas da auch nie entstanden. Es gibt natürlich klassische Horrorfilme und dann natürlich auch klassische Horrorspiele. Ich bin kein Fan davon, genauso wie ich nicht Horrorspiele gucke, aber jeder hat da einen anderen Geschmack und das fand ich dann doch relativ lustig. So, dann kommen wir jetzt zum großen Durchbruch. Wenn jemand nicht sagt, er hat Pong zuerst gespielt, dann hat er Space Invaders gespielt. Space Invaders, kann ich mich noch erinnern, das war bei uns im Einkaufszentrum in Regen, stand da so ein Automat und das habe ich gespielt. Und war eigentlich wirklich der große Wegbereiter für Shooter-Games, des Space Invaders. Und hatte jetzt auch mit dem Film Pixels, der ja auch diese Woche hier gelaufen ist, auch eine Renaissance auch erlebt. Und war aber auch nie so brutal. So, und jetzt habe ich nochmal eine Expertenmeinung. Und zwar, jetzt kommen wir nämlich zu Digital Equipment zurück. Und zwar der Ken Olsen, das war der Gründer sogar von Digital Equipment, wenn ich erinnern darf. Das war das erste das Gerät, auf dem Space War lief. Der hatte dann gesagt, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus haben will. Er dachte natürlich nur an professionelle Sachen, an sowas wie Textverarbeitung und Excel und Co. dachte man damals ja noch nicht. Also insofern war diese Wahrnehmung, er war eigentlich, er lag ja nicht so falsch, aber die Welt hat sich einfach anders entwickelt. Aber man muss tatsächlich sagen, das war 1977, also da hätte man schon annehmen können, dass es vielleicht doch Gründe gibt, weil eins hat er nämlich nicht ganz berücksichtigt, denn tatsächlich Computer hatte man dann doch schon auch ab 1975 zu Hause mit den Spielekonsolen. Wenn man jetzt die Magnavox-Konsole mal außen vor lässt. Tatsächlich 1975 kam Pong von Atari auch für als Konsole. Rechts oben sehen Sie das Bild. Das war tatsächlich die Pong-Konsole. 1977 hat dann Nolan Bushnell die Idee gehabt, machen wir doch eine Konsole. Man sieht es oben links daneben mit dem Holzverschnitt vorne dran. Und das war die erste Konsole, wo man die Module wechseln konnte. Und dann kamen da eben ganz tolle Spiele drauf, wie Jungle Hunt und River Raid und eben auch Pong und Pac-Man nicht zu vergessen. Und so ging es dann weiter. Dann plötzlich hatte jeder oder hatten Millionen von Familien Computer zu Hause. Allerdings zum Spielen. Die echten Computer, die richtigen Computer kamen dann erst später, aber erstmal geht es ja immer um die Unterhaltung.
Und 1985 ist ein großer Player dazugekommen, Nintendo Entertainment System. Nintendo hatte bis zu diesem Zeitpunkt Karten, Spielkarten produziert und hat dann 1985 angefangen, mit Mario natürlich. 1995 kam Sony dazu mit der PlayStation. Nintendo 64 und so weiter bis zur heutigen Zeit, 2013 die PlayStation 4 und 2013 auch die Microsoft Xbox One. Was hier jetzt übrigens nicht drauf ist, muss ich jetzt gestehen, dass ausgerechnet mir als ehemaligen Chefredakteur vom Sega-Magazin das passiert. Sie fehlen die ganzen Sega-Konsolen. Wahnsinn. Könnte man fast sagen, ich habe da wohl den Quiz machen, was fällt jemandem auf? Okay, also Sega hat auch ähnlich angefangen wie Nintendo mit dem Sega Master System. Da gab es auch noch einen Vorgänger. Nach dem Master System kam Mega Drive, in Amerika hat das Genesis geheißen. Dann kam 32X und Sega Saturn und Dreamcast war dann die letzte Sega-Konsole. Mit Game Gear die erste Konsole mit TV-Adapter, muss man dazu sagen, ja. Genau, also das ist, wir haben die Kenner hier und das ist, wie so oft, Unterhaltung ist gut für die Weiterentwicklung von Techniken auch. Und eines hat mittlerweile auch die Bundesregierung erkannt und auch das Wirtschaftsministerium in Bayern, dass tatsächlich viele Leute kaufen sich ja immer neue und bessere PCs, also Word und Excel haben auch vor 10 Jahren schon funktioniert und tatsächlich sind eigentlich Games der Grund, wieso man eigentlich schnelle Prozessoren braucht und wieso man auch Bandbreite braucht, um große Datenmengen auch abzurufen. Und deswegen ist immer das Wichtige bei der Betrachtung von solchen Sachen, dass diese Sachen tatsächlich ein Katalysator sind für generelle Entwicklungen und von denen dann auch andere Sachen profitieren. Ab 1977 kamen dann die PCs, da sind wir dann bald bei der Zeit, wo ich ja meinen ersten Rechner hatte. Der Commodore PET, rechts oben sehen Sie das Gerät. Das war im Prinzip das Gerät, an dem ich auch gearbeitet habe in Zwiesel. Und links unten, das war dann schon die Fortsetzung, da war die Neuerung, man hat früher nicht im Pixel gesprochen, sondern man hat 40 Zeichen pro Zeile bei 25 Zeilen. Und das war damals so der Standard, hatte auch der C64 und auf dem links unten konnte man dann schon 80 Zeichen in einer Zeile darstellen auf 25 Zeilen. Das war dann der große Fortschritt. Unten sehen wir übrigens den Apple, den ersten in Holz und tatsächlich auch den ersten IBM Personal Computer. Die wollten eigentlich keine Rechner machen, haben aber dann doch angefangen auch Personal Computer zu machen, nachdem Commodore so erfolgreich geworden ist. Und dieses Screen hier, das war damals übrigens noch ein bisschen anders. Damals hat man seinen Rechner eingeschaltet und dann war sofort das Bild da. Heute schaltet man ja ein, egal was, Telefon, den Decoder zu Hause, erstmal dauert es immer. Auch beim Sky-Decoder, das dauert erstmal immer. Und damals hat man eingeschaltet und zack, war es da. Allerdings war der Grund dafür, damals hat man RAM ist beschreibbarer Speicher und ROM ist Speicher, der ist fest. Und der ROM-Speicher, der war fest drin, man hat eingeschaltet, es war quasi schon vorinstalliert. Das macht man heute nicht mehr, weil die Programme sind meistens so fehlerhaft, dass man ja quasi immer wieder neue Versionen machen muss. Und deswegen wagt es schon lange keiner mehr, das fest zu installieren mit ROM, weil man einfach das permanent weiterentwickeln muss. Aber damals hat man eingeschaltet und oben sieht man übrigens 3071 Bytes free. Also das waren sagenhafte 3071 Zeichen, die man dort unterbringen konnte. Ist geradezu sensationell. Und es ging aber dann relativ rasant weiter mit den richtigen Heimcomputern, die dann ab 1978 gekommen sind. Da haben wir jetzt auch das Bild vom C64. Der C64 war dann auch der meistverkaufte Heimcomputer aller Zeiten. Angefangen hat aber auch hier Atari. Nolan Bushnell war auch hier sehr schnell. Der hat 1979 das Atari 400 gemacht. Basierte technisch gesehen auch auf dem Atari 2600. Nach dem Atari 400 kam der 800 und XL. Und der Vorgänger vom C64 war der Commodore VC20. Der hatte 20 Kilobyte Speicher und 8 Kilobyte freien Arbeitsspeicher. Dann 1981 Sinclair ZX81.
Den gab es für 100 Mark. Da habe ich lange überlegt, ob ich mir den kaufen will, weil den gab es bei Konrad als Bausatz zum selber zusammenlöten. Es war eine Folientastatur und ich zeige es mal kurz hier. Das ist dieses Gerät. Das war nichts anderes als ein einfaches Plastikkästchen. Damals wollte man aber eigentlich noch echte Tastatur. Mittlerweile hat man sich von der Tastatur wieder verabschiedet. Man tippt ja auf Glas rum, was eigentlich eine interessante Entwicklung ist. Dann der ZX Spectrum, der drunter ist. Hier, man sieht bei dem, er hat Farbstreifen. Der konnte nämlich im Gegensatz zum ZX 81, hatte er 32 oder 48 Kilobyte Speicher, oder Entschuldigung, 16 oder 48 Kilobyte. Und er hatte eine Folien, er hatte eine Gummitastatur, also es war nicht flach. Und tatsächlich habe ich mir den zu Weihnachten, für Weihnachten 1984 gewünscht. Warum habe ich mir den gewünscht? Weil der C64 schlicht und greifend nach meiner Meinung zu teuer war. Der hat nämlich knapp 1000 Mark gekostet. Man brauchte dazu dann noch eine Datasette. Das war ein Kassettenrekorder für 150 Mark. Floppy-Laufwerk hätte 600-700 Mark gekostet und Monitor auch nochmal 1000. Und der ZX Spectrum, den hätte es für 300 Mark gegeben. Und deswegen habe ich mir den ZX Spectrum gewünscht, weil ich mir gedacht habe, alles andere ist zu teuer. Also ich komme aus einer normalen, gutbürgerlichen Familie. Und ja, aber mein Vater war so wahnsinnig und hat sich den C64 dann geholt und mit Datasette und hat gedacht, damit tut er mir was Gutes. Und ja, so ganz falsch lag er nicht. Also ich würde sagen, die Investition war nicht so falsch. So, zu der Zeit gab es in Deutschland dann auch noch den Schneider CPC, der hieß im Rest der Welt Amstrad CPC, und das waren so die großen Systeme in den 80ern, wenn man unterwegs war, also wenn man da aufgewachsen ist, so wie ich, dann hatte man C64 oder Atari und man konnte dann Spiele tauschen. Das waren natürlich Sicherheitskopien, die man auf der Kassette hatte, hatte dann tatsächlich jeder, aber ich habe auch Spiele gekauft. Das erste, was ich gekauft hatte, war, die ersten waren Coronis Rift und Little Computer People zum Beispiel und Space Harrier für 40 Mark, dann mit so einem Karstadt nach Deckendorf gefahren. Und das war ein gewaltiger Siegeszug. Millionen von Kinderzimmern sind damit eigentlich belagert worden und haben auch aus meiner Sicht die Grundlage geschaffen für diese ganze Entwicklung, die wir jetzt auch kennen. So, und jetzt haben wir nochmal einen Experten. Halt, nee, was haben wir den Experten schon? Das muss ich gucken. Nein, noch nicht. Wir haben noch eines: Spielen wird mobil. Ganz wichtig, man will ja dann natürlich immer und überall spielen und will auch unterwegs spielen. Die meisten würden sagen, was waren die ersten mobilen Spiele, Medien? Nintendo Game & Watch, das ist da oben zu sehen. Sehr viele, glaube ich, daran erinnern. Das war ein einfacher LCD-Display, da ist dann ein Ball beispielsweise hin und her, und das waren eigentlich die ersten mobilen Konsolen. Tatsächlich war das aber nicht die erste Handheld-Konsole. Das war tatsächlich hier der Stick in der Mitte von Milton Bradley, der Blockbuster. Man sieht es, hat sich aber nie wirklich durchgesetzt. Und dann muss man sagen, wer hat dann wirklich dafür gesorgt, dass man mobil spielt? Das war natürlich Nintendo mit dem Game Boy 1989. Rechts oben sieht man ihn, der kommt später auch nochmal auf einem Bild vor. Und wichtig ist immer, die Technik alleine ist nicht immer das Entscheidende. Es gab schon häufig in der Welt der Technik Systeme, die technisch besser waren. Ob das bei Videokassetten war oder auch bei Konsolen oder sonstigen. Es gibt sehr viele Beispiele auf dieser Welt, dass bestimmte technische Standards besser wären als andere. Entscheidend ist aber, wieso die Leute das dann haben wollen. Und beim Game Boy war es tatsächlich so, Tetris war lag bei und jeder wollte Tetris haben. Deswegen haben sich wir kommen dann später drauf, ich will die Zahl jetzt nicht verraten, wahnsinnig viele Menschen den Game Boy gekauft mit Tetris. Und das ist auch, sage ich auch deswegen, wieso ist die Technik nicht immer das Entscheidende, wenn man hinguckt, 1989 Atari Lynx und 1990 Sega Game Gear. Hier ist es Atari Lynx und Sega Game Gear. Was fällt einem hier auf? So, der Sega-Experte wird sofort sagen, TV-Adapter und... Genau.
Das stimmt, aber es ist ein wunderbarer Beweis. Die Spiele waren besser und es war Farbdisplay und auf dem Game Boy war es ja ganz einfache, ja, man sieht es ja Monochrom-Grafik. Aber tatsächlich hat Tetris dafür gesorgt, dass die ganze Welt sagte, ich will auch Tetris spielen. Und man hat nicht den Game Gear gekauft oder Atari Lynx, da gab es nämlich auch tolle Spiele. Aber man muss dazu sagen, was ist aber, Nintendo hat schon immer ein bisschen anders gedacht, Nintendo hat auf andere Sachen geachtet. Der Vorteil war nämlich von Game Boy, durch dieses Display war nicht beleuchtet, monochrom, haben die Batterien viel länger gehalten. Bei Game Gear und Atari Lynx, das mit den mobilen Spielen war so eine Sache, weil, genau, man hat tatsächlich, also ein Game Boy konnte man mitnehmen ins Freibad und konnte den ganzen Tag spielen, übrigens auch bei Sonneneinstrahlung ging das auch mit diesem Display und das waren dann die Nachteile. Aber schon 8 Jahre später, 1998, hat dann Nintendo einen Game Boy Color gebracht. Das ist hier das Gerät, was gelb mit dem gelben Gehäuse. Und allerdings, Nintendo hat es immer geschafft, etwas so ausgefeilt zu machen, dass es sich einfach auch durchsetzt. Sie hatten die richtigen Spiele dazu und die Batterielaufzeit hat funktioniert. Und was war der große Treiber, damit ab 1998 die Nintendo-Konsole sich so gut verkauft hat? Er hat einen Tipp, wieso hat sich plötzlich jeder Game Boy Color gekauft? Exakt, Pokémon, deswegen habe ich auch den gelben Gameboy genommen. Jeder wollte Pikachu natürlich dann auch in Gelb sehen. Und da hat sich dann Nintendo wieder ganz nach vorne gearbeitet und alle Welt hat dann Gameboy gespielt. Daraus wurde dann später der Gameboy Advance und Nintendo DS. Aber, und das muss man auch sagen, Nintendo wurde am Anfang belächelt mit Nintendo DS, was soll das eigentlich, 2 Bildschirme, Double Screen, selbst ich habe da einen kritischen Kommentar gemacht, aber als ich dann den Nintendo DS zum ersten Mal in der Hand hatte, das ist übrigens rechts in der Mitte das silberne Gerät, was war die Besonderheit? Das eine Bildschirm war ein Touchscreen, das war damals neu und tatsächlich waren die Spiele dann einfach wirklich toll, da gab es dann Gehirnjogging, wo einfach diese Touch-Funktionalität sehr gut genutzt worden ist. Und dann hat Nintendo DS, Nintendogs zum Beispiel, konnte man tatsächlich sein eigenes Haustier haben, konnte das auch streicheln und ja, zusammen mit passenden Pokémon-Spielen wurde dann der Nintendo DS zum Wahnsinnserfolg. Und jetzt muss man offen und ehrlich sein, aber in der Zwischenzeit hat Nintendo gewaltig Konkurrenz bekommen. Das ist auch der Grund, wieso Nintendo gerade vor 2 Wochen in eine große Entwicklerfirma eingestiegen ist. Und zwar die Smartphones haben Nintendo da den Rang streitig gemacht. Das iPhone hat die Touch-Funktionalität aufgegriffen. iPad wird auch, also heute wird mehr mobil gespielt als je zuvor. Auch Nintendo ist noch erfolgreich, allerdings, wir kommen später dann auch dazu, auf Smartphones haben die ganz neue Generation und Tablets ganz neue Generation von Gamern hervorgebracht. Und Nintendo will ja prinzipiell seine Software immer auf seinen eigenen Geräten anbieten, hat auch in der Vergangenheit immer funktioniert, auch mit Wii hat es extrem gut funktioniert, bei Wii U funktioniert es nicht ganz so gut, aber Nintendo hat jetzt eingesehen, dass sie sich öffnen müssen, das war noch jetzt unter der, hat noch Iwata entschieden, der verstorbene Chef, jetzt wird es demnächst Nintendo-Marken auch auf anderen Geräten geben, sprich auch auf einem Android oder einem iOS-Handy wird es dann auch geben, was neu ist. Allerdings werden das nicht die typischen Zelda und Mario und Pokémon-Spiele sein. PlayStation Vita von Sony. Sony hat natürlich auch nicht aufgegeben. Ist ein tolles Gerät, technisch tolles Gerät, aber derzeit hat Sony keine Pläne dazu, hier einen Nachfolger zu bringen. Das sind mal die mobilen Spiele und jetzt kommen wir zu einem weiteren Experten. Der Herr rechts ist Bill Gates. Daneben ist der Co-Gründer von Microsoft, Paul Allen. Und Bill Gates hat tatsächlich, er hat einige interessante Sachen gesagt, aber dieses hier wollte ich aufnehmen. Also er hat auch sowas gesagt wie, so sinngemäß, also dieses Internet
wird sich eh nicht durchsetzen. Aber was ich besonders bemerkenswert habe, 640 Kilobyte sollten genug für jedermann sein. Und um Ihnen einen Vergleich zu geben, es klang damals nur 81, war das viel. Der C64 hatte ja 64 Kilobyte, das war immerhin das Zehnfache. Aber wenn jetzt jemand von Ihnen so ein 16 Gigabyte Smartphone in der Tasche hat, dann kann ich Ihnen sagen, das hat 26.214 Mal so viel Speicher, wie Bill Gates angenommen hatte, dass ausreichen sollte. Und aber auch da hängt es immer damit zusammen, was denkt man denn, was in Zukunft kommt? Dass man Bilder, dass alleine ein Bild heute so viel Speicher braucht, mehr Speicher braucht, als hier er überhaupt ein Rechner gesamt hatte. Man konnte sich das damals schlicht und ergreifend auch nicht vorstellen. Einen großen Sprung bei unserer Zeitreise gab es dann 1985, als man von 8-Bit-Prozessoren auf 16-Bit-Prozessoren umstellte. Commodore war hier auch vorne dabei mit dem Amiga, der tatsächlich dann der erfolgreichste Rechner war dieser Generation. Sinclair, die den Spectrum gemacht hat, und ZX81 haben tatsächlich ein Jahr vorher angefangen, und Atari hat natürlich auch nachgelegt. Man muss jetzt in dem Fall noch dazu sagen, Der Jack Tramiel, der damalige Commodore-Chef, ist bei Commodore ausgeschieden und hat Atari dann übernommen und hat hier den Atari ST, die waren nahezu gleichwertig. Im Detail war der Amiga dann ein bisschen besser, aber hier der Juggler, den man hier sieht, der animierte, das war damals sensationell, weil mit diesen Bildern ist man auf die Messe gegangen und jeder hat gedacht, das ist ja sensationell, was dieser Rechner leisten kann. Dass es natürlich nicht in Echtzeit berechnet war, das wusste man damals nicht, aber trotzdem hat es funktioniert. Die ganze Welt war dann begeistert und hat sich diese Rechner besorgt. Auch ich hatte dann einen Amiga zu Hause. Allerdings ganz an den Erfolg von den Commodore 64 konnten sie nicht anknüpfen. Und was auch noch neu ist hier bei den Rechnern, rechts sehen Sie es immer daneben beim Amiga und beim Atari ST, das ist die Maus. Die Maus hat dann Einzug gehalten. Tatsächlich war ja die Maus bei HP, hatte das jemand entwickelt. Die wussten aber nicht so recht, was sie damit anfangen sollten. Apple, der Steve Jobs, der war ja begnadet darin, Ideen von anderen aufzugreifen, neu zu kombinieren und dann etwas Sensationelles zu machen, was vorher keiner geschafft hat. Also Touchscreen hatte er nicht erfunden, Maus nicht, allerdings hat es er eben einfach so in Szene gesetzt, dass die Welt begeistert war. Und ab dann hat man sogenannte Benutzeroberflächen gehabt und hat seinen Mauszeiger rumgeschoben und konnte damit fantastische Dinge machen. Früher musste man ja immer tippen. Das ist heute nicht mehr unbedingt notwendig, aber es war auch gefährlich, wenn man mit dem Mauszeiger konnte man ja Sachen auf der Oberfläche rumschieben. Muss man aufpassen, dass man das nicht das Falsche in den Papierkorb schiebt und löscht. So wie man hier zum Beispiel, wenn jemand meinen Computer in die Trashcan schmeißt. Das war natürlich schlecht. Hier, so ist es dann. Tja, so kann es gehen. Jetzt kommen wir zu etwas Brutalem. Nicht erschrecken? Oder doch? Das erste indizierte Spiel aus Deutschland. 1987. Programmiert von einem gewissen Hans Ippisch. Also das war tatsächlich mein erstes Spiel. Ich habe das entwickelt als 16-Jähriger. Die Grafik war von mir. Das Logo war von mir. Spiel war, ich habe das mit Maschinensprachmonitor gemacht, war nicht der Brenner, allerdings, das war mein erstes Spiel immerhin und es wurde auch veröffentlicht. Toll war die Musik von Chris Hülsbeck, der ist jetzt ein Weltstar als Musiker, nicht also in der Szene, ich bin mein Verlag. Aber wichtig ist bei dem Spiel, was hat das eigentlich bedeutet? Mein Honorar war am Ende für dieses Spiel war ein Floppy-Laufwerk. Es wurden nur 873 Stück verkauft. Wieso ist es so gewesen? Es wurde indiziert. Hieß es damals bei indizierten Sachen, dass man die quasi nicht mehr verkaufen kann. Also es war noch nicht so unter der Ladentheke. Das hat geheißen, dass dann alle Händler das Spiel retourniert haben an den Grossisten. Das war für mich dann insofern dramatisch, weil ich habe dann eigentlich nichts mehr verdient, außer dem Floppy-Laufwerk. War immerhin 800 Mark hat es damals gekostet. Und insofern habe ich eines daraus gelernt,
Also paradox war ein bisschen, ich hätte mein eigenes Spiel nicht kaufen dürfen, weil ich war ja 16, als es veröffentlicht worden ist. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich von Rainbow Arts aus Düsseldorf so einen dicken Schriftsatz zugestellt bekommen habe von der Bundesprüfstelle in Bonn. Das Spiel war sozial-ethisch desorientierend. Und ja, das kam aus meinem Kopf. Aber heute würde man lachen drüber. Und tatsächlich war es ja auch nicht wirklich brutal. Aber für die damaligen Verhältnisse, man sieht ja hier Soldaten, kann man ein bisschen erkennen und die schießen sich halt ab. Und dann schreit halt einer, mein Gott. Aber das war damals, das verstand man damals unter brutal. In der Folge habe ich aber dann andere Spiele gemacht. Und zwar. Hier, da habe ich mitgemacht, 1990, Kangaroody. Das war auch von mir. Rechts oben sehen Sie ein Bild von Albin Oswald, dem Musiker damals, der übrigens jetzt auch hier in Nürnberg wohnt, und aus einer Spielezeitschrift. Und solche Spiele habe ich dann in der Folge gemacht. Die waren dann, liefen nicht Gefahr, indiziert zu werden. Die Aufgabe war hier übrigens, einer steuerte das Känguru und der andere steuerte das Fahrzeug. Das war ein Lastwagen oder ein Boot. Und man musste dann nach Australien fahren damit. Und hier sieht man übrigens, 1990 bin ich ja auch nach Franken gekommen, nach Bamberg. Und wenn Sie jetzt genau schauen, rechts unten habe ich ein Bild reingemacht. Das habe ich nämlich bei meiner Recherche gefunden. Das ist ein Bild aus meiner Studentenbude. Und zwar sieht man einmal, wenn man da anfängt, wo der Bildschirm dunkel ist, ist ein Mac SE 120. Weil mit dem habe ich nämlich Artikel geschrieben, später dann für einen Verlag in Nürnberg. SE 120, das 1 stand Arbeitsspeicher, 1 Megabyte, und das 20 war die Festplatte, waren 20 Megabyte. Davor sieht man einen C64, auch genannt Brotkasten. Dahinter sieht man einen Amiga mit BC Kit drauflaufen, die Tastatur liegt oben. Dann kann man auch noch erkennen einen Game Boy, den Original, und ein Super Nintendo kann man auch erkennen. Und es war tatsächlich so, als ich da 1990 nach Bamberg gezogen bin, gab es bei einem kleinen Verlag in Nürnberg einen Programmierwettbewerb. Ich hatte da schon 2 Spiele verkauft an den Verlag und da gab es einen großen Wettbewerb. Der erste Preis oder die ersten 10 bekommen jeweils 50.000 Mark. Da habe ich natürlich gesagt, da muss ich mitmachen, und Kangaroody war das Spiel, das dann auch da mitgemacht hat. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mit einem Gründer, dem Christian Geltenpot, täglich telefoniert von dieser Studentenbude aus, die hier zu sehen ist. Dann steht auch noch der Ventilator, oder wenn es genau interessiert, wo das ist hier gegenüber vom Café Sandbad, also das vom Gefängnis, klein Venedig in Bamberg, und gleich davor ist das Schlenkerler und eine Metzgerei, wo es gute Leberkässemmeln gibt. So, und jetzt geht es weiter weg von mir, und zwar um eine grundsätzliche Sache. Grundsätzlich, Spielen ist ein soziales Thema. Man spielt in der Regel nicht alleine, man spielt eigentlich, um sich zu messen, um mit anderen Spaß zu haben, um sich mit anderen auszutauschen. Natürlich spielt man auch ab und zu alleine, aber was in der Spielewelt passiert ist, man hat über online, also ganz rechts oben sieht man eines, das waren die berühmten LAN-Partys. Da haben sich alle eingefunden, haben ihre Rechner hingetragen und haben hunderte Leute gegeneinander gespielt. Das ist heute so nicht mehr notwendig, weil heute kann jeder zu Hause sitzen und über Internet gegeneinander spielen. Das erste Spiel, wo man aber tatsächlich mit auf 2 verschiedenen Rechnern gegeneinander gespielt hat, war das 1973, das Maze of War. Das ist links unten zu sehen, wo der Junge mit dem gestreiften Pulli davor sitzt. Da hat man zum ersten Mal 2 Rechner über Kabel verbunden und konnte sich gegenseitig in einem Labyrinth jagen. 1984 war das Islands of Kesmai, das war das erste Online-Rollenspiel, und Meridian 1996 war das. Das war tatsächlich ein Spiel, das hat Computec, also der Verlag, bei dem ich arbeite, wir haben das herausgegeben in Deutschland. Waren aber unsere Zeit da ein bisschen voraus, denn es sollte noch ein bisschen dauern. Auch Ultima Online hat es nicht wirklich geschafft,
dauerhaft erfolgreich zu werden. Auch EverQuest von Sony war dann schon größer, aber so richtig durch die Decke ging es eigentlich erst dann mit World of Warcraft, was heute noch Millionen von Menschen spielen. Es kommt jetzt auch das neue Add-on für World of Warcraft und das ist eine wichtige Sache. Man spielt auf der ganzen Welt, man spielt gegeneinander und generell ist Spielen schon immer ein soziales Thema. Und was auch noch dazu kommt, das erste sogenannte Browser-Spiel, das ist oben hier Defend Your Castle, dass man über den Browser einfache Spielchen spielen konnte. Sprich, man musste sich nicht mehr ein Modul kaufen, man musste nicht mehr eine Kassette sich kaufen oder etwas lange installieren und runterladen. Man hat einfach im Browser gespielt. Und das ist ein wichtiger Aspekt bei den ganzen Spieleentwicklungen. Also wenn man früher gesagt hat, es gibt PC, es gibt Konsole, es gibt Handheld-Konsole. Jetzt gibt es eben oder seit vielen Jahren auch die Online-Games, die Browser-Games. Und jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Und zwar, worüber spricht man derzeit? Man spricht über Virtual Reality. Man muss dazu sagen, 3D-Brillen oder sowas gab es schon immer. Es gab auch vom Nintendo schon, also die Rot-Grün-Brillen kennen wir alle. Es gab auch den Virtual Boy vor langer, langer Zeit schon von Nintendo. Und aktuell sieht es danach aus, dass hier Facebook hat ja Oculus Rift gekauft, dass die hier etwas Neues macht, oder auch, Entschuldigung, mit PlayStation Virtual Reality. Gibt es zwei verschiedene Systeme. Das eine ist, oben sieht man, das ist ein geschlossenes System, wo man für jedes Auge ein eigenes Bild präsentiert bekommt. Wir hatten jetzt auch hier bei GamesArten wunderbare Kollegen da, die ihr eigenes System hatten. Und hier muss man tatsächlich sagen, das ist ein System, man ist abgeschlossen, man hat einen Kopfhörer und man kann den Kopf bewegen. Und es fühlt sich wirklich großartig an. Allerdings, ob das dann wirklich der große Durchbruch sein wird und jeder wird so eine Brille aufhaben, wage ich zu bezweifeln. Denn ist es heute so, dass wir heute nur noch 3D-Filme zu Hause gucken, was die meisten Fernseher jetzt schon können? Nein, es ist nicht so. Es ist, glaube ich, ein neuer Aspekt bei der Entwicklung und es ist auch für bestimmte Sachen wie Autorennen ganz toll. Aber ich behaupte, nein, es wird nicht jeder nur noch mit solchen Spielen zu Hause sitzen, mit solchen Brillen, weil man will ja schon miteinander sprechen und deswegen, es wird wunderbar sein, es wird tolle Produkte geben, aber nicht jeder wird es haben. Microsoft hat was Ähnliches in Vorbereitung. Der Unterschied ist hier die bei der HoloLens, dass man nicht die Realität ausblendet, sondern man sieht die Realität weiterhin und in die bestehende Realität werden Sachen eingeblendet. Ähnlich wie Google Glass. Google Glass ist ja derzeit die Entwicklung eingestellt und das sind so die beiden grundsätzlichen Systeme, wie man herangehen kann. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass dieses System, wie es Microsoft hat, auf Dauer, glaube ich, sinnvoller ist. Insbesondere, man sieht es rechts unten, ist ein Bild von Minecraft. Minecraft, die Firma wurde ja gekauft von Microsoft. Das ist nicht nur, da geht es jetzt in dem Fall nicht nur um Spiele, sondern man kann das als Ingenieur sehr gut anwenden bei der Konstruktion von Produkten. Auch in medizinischen Bereichen kann man dieses System anwenden, weil es wirklich so eingeblendet wird und man rumgehen kann und man hat dann eine ganz andere Funktionalität. Also ich empfehle hier mal, gucken Sie sich mal so Demo-Filme an zum Microsoft HoloLens. Das ist wirklich spannend und interessant. Und das ist ein zusätzlicher Aspekt bei der Entwicklung der Spielewelt, so wie man auf Smartphone spielt, auf Konsole spielt, online spielt, wird man dann auch solche Produkte zu Hause nutzen. Und wenn es dann der Show-Effekt ist. Und davon abgesehen, es werden bestimmt Sachen kommen, die wir heute noch gar nicht wissen. Genauso wie Nintendo ja mit dem Wii was Neues geschaffen hat, mit den Controllern, die man bewegt und dann passiert entsprechendes. Insofern, wenn man jetzt Prognose macht, also ich stelle mich jetzt hin und sage, nein, das wird nicht jeder zu Hause immer machen. Da kann man sich vielleicht genauso lustig machen, weil in 20 Jahren alle nur noch mit dem spielen und kein Mensch mehr im Fernseher hat. Das könnte nämlich auch passieren. Aber das ist ja das Spannende an dem Ganzen. Es wird immer unterhaltsam bleiben. So, jetzt zum Abschluss von dem reinen Spieleteil. Die meistverkauften Spieleserien aller Zeiten.
ich habe es von Platz 10 bis Platz 1 gemacht. Also wir wollen es ein bisschen spannend machen, schön chartmäßig. Fangen wir mal an mit Platz 10. Ich denke, die meisten Sachen sind bekannt. Ich habe auch immer FIFA. FIFA Soccer hieß es am Anfang 1993, sieht man, kam das erste FIFA-Spiel. Ich habe den Test damals auch geschrieben im Sega-Magazin, weil es gab es für Mega Drive. Hier sieht man ein Screenshot, das war so isometrische 3D-Darstellung. Das war sensationell damals. Und jetzt daneben sehen Sie das FIFA 2016. Das ist jetzt nicht von der 2:0 Niederlage von Bayern, wo der Neue hier daneben greift. Sieht ein bisschen anders aus, aber FIFA ist generell ein Dauerbrenner und hat sich mittlerweile 100 Millionen Mal verkauft, was bemerkenswert ist. Und jedes Jahr, wenn FIFA kommt, ist es auf Platz 1. Und es kommt tatsächlich jedes Jahr ein Teil. So, nicht zu vergessen, Pro Evolution Soccer ist der große Konkurrent. Da gibt es immer große Glaubenskriege, was ist eigentlich tatsächlich besser. Echte Gamer sagen, Pro Evolution Soccer ist besser. Andere wollen aber FIFA spielen, weil sie da die Originallizenzen haben. Aber Pro Evolution Soccer hat es nicht in die Top 10 geschafft. Aber wenn Sie sich für Fußballspiele interessieren und echtes Fußball wollen, dann nehmen Sie Pro Evolution Soccer von Konami. So, Final Fantasy von Square Enix. Gab es auch mal einen Kinofilm. Hat sich 110 Millionen Mal verkauft seit 1988. Links sieht man das erste Spiel. Es war auf dem Nintendo Entertainment System. Und daneben sieht man das aktuelle, die Neuauflage des Heaven's Sword. Kleiner Unterschied, und aber Final Fantasy war übrigens auch das Spiel, das die PlayStation zum Erfolg gemacht hat. Final Fantasy VII hat damals dafür gesorgt, dass Sony sich mit der PlayStation durchsetzen konnte und Sega Saturn plötzlich abgehängt hatte. Und die Bedeutung von Final Fantasy ist wirklich enorm. So, Platz 8. Sonic. Da fehlt Sega nicht. Sonic the Hedgehog gibt es immer noch neue Spiele, 140 Millionen Stück haben sie verkauft. Es war ein bisschen so das Gegenstück. Mario war ein bisschen träg und Sonic war schnell und cool und sonst was. Hat dafür gesorgt, dass Sega wahnsinnig erfolgreich war in Amerika, auch in Europa, gerade in England. Und Sonic war dieses Maskottchen, das da wirklich für den großen Erfolg gesorgt hat. Aktuell ist aber Sonic nicht mehr so bedeutend wie ein anderer Kollege, den wir später noch sehen. So, Tetris. Hier sieht man 1984 Tetris. Ich habe da mal alles abgebildet. Hier sieht man den Game Boy und das Originalmodul. Und ganz unten übrigens sieht man das allererste. Das hat der Alexei in Russland entwickelt und so hat es tatsächlich ausgesehen. Da gab es dann auch einen wunderbaren Rechtsstreit, wem gehören eigentlich die Rechte, weil Nintendo hat sich die Rechte gesichert. Spectrum Hollywood hatte die Rechte für Homecomputer. Aber am Ende des Tages ist es einfach mal so, Tetris wird immer gespielt, wird auch heute noch gespielt und auch meine Frau, die mittlerweile da ist, spielt auch immer noch Tetris auf ihrem Smartphone. Aber das Tetris Blitz, ja. Aber Tetris ist aber auch ein wunderbarer Zeitvertreiber, also wenn man da wirklich irgendwo sitzen muss, man kann es mal kurz spielen, wobei das mit dem Kurzspielen ist dann, glaube ich, immer so eine Sache. Aber es ist, man kommt auf andere Gedanken und freut sich, wenn die Blöcke verschwinden. So, dann kommen wir zu Rennspielen. Need for Speed. Da gibt es auch dankbare Abnehmer bei mir in der Familie mit Luca, der Rennspiele gerne spielt. Need for Speed war erst ein Spiel für die 3DO-Konsole. Von Trip Hawkins ist die Firma gegründet worden, der auch Electronic Arts Gründer war. Und da kam das zum ersten Mal 1994 und mittlerweile dann auch für alle Systeme. Jetzt gab es eine Pause bei Need for Speed und zum ersten Mal erscheint jetzt wieder eine neue Version. Und hat sich 150 Millionen Mal verkauft. Also typisch Fußball-Rennspiele funktionieren immer. Und jetzt kommen wir dann auch noch zu anderen Themen. The Sims, Electronic Arts. Die Sims sind auch ein Phänomen. Ich würde mal sagen, der Vorläufer von The Sims war auf dem C64 Little Computer People. Da konnte man nur ein Männchen zu etwas animieren, dass er Klavier spielt oder mit einem spricht. Und bei Sims konnte man dann ganze Familien auch gründen und dann hat all die Sachen erlebt, die man sonst nicht erlebt. Es gab auch einen Vorläufer von Sims, da konnte man Sim City, wo man Städte bauen konnte. Aber Sims ist mittlerweile auch in der vierten großen Version da
und immer noch auf der ganzen Welt ein Dauerbrenner und 175 Millionen Stück. Es haben sich davon verkauft. Jetzt kommen wir zu Shootern, Call of Duty. Sieht geringfügig anders aus als das Soldier von vorhin. Bisschen Call of Duty, 175 Millionen Stück und Weltkriegs-Shooter sind natürlich wichtig und toll. Gehört nicht in Kinderhände, sind aber wirklich tolle Produkte. Erwähnen möchte ich an der Stelle auch, man sollte auch Battlefield ausprobieren. Das ist nicht in den Top 10, aber Battlefield ist ähnlich gut. Manche sagen besser, aber. Genau. So, aber bei GTA ist es keine Clownsfrage. GTA findet die ganze Welt toll. So, behaupte ich jetzt einmal. 1997 kann ich mich noch daran erinnern. Das war Vogelperspektive, man hat es von oben gesehen und da war das eher belächelt von der englischen Firma. Umgestellt worden ist es dann mal auf 3D und ab diesem Zeitpunkt hat es wirklich die ganze Welt erobert. Und der Unterschied von einem GTA, hier sehen wir übrigens, es kam 2013 auf PlayStation 3, dann kam es auf PC und es kam in diesem Jahr auch nochmal als Neuauflage für PlayStation 4 und Xbox One. Und so sieht es tatsächlich aus. GTA ist grundsätzlich nicht für Kinderhände geeignet, aber ein grandioses Erlebnis. Man kann da drumfahren, man kann auch Sport treiben, man kann ballern. Es ist wirklich eine ganz eigene Welt und ja, das ist tatsächlich das derzeit erfolgreichste, kommerziell erfolgreichste Spiel, das es immer gibt. Also wenn so ein Spiel kommt, das ist ähnlich, ich glaube, nur wenige Filme schaffen es, mehr Umsatz zu machen, wie als ein GTA, möglicherweise wie den Star Wars jetzt, es schaffen, in diese Umsatzregion vorzudringen, aber da werden innerhalb von wenigen Wochen 5, 6, 7, 8 Millionen Stück verkauft. Und wenn man das in Umsatz umrechnet, das ist gigantisch. So, jetzt wird es spannend, Platz 2 und Platz 1. Auf Platz 2 haben wir unsere lieben Pokémon. So, hier sieht man jetzt 1996 das erste Pokémon. Wer sich übrigens fragt, was heißt Pokémon? Man kann es an der japanischen Verpackung erkennen, da steht Pocket Monsters. Die Japaner neigen ja zur Abkürzung und Pocket Monsters ist abgekürzt Pokémon. Und da ist es auch noch schwarz-weiß unten. Und ich kann mich noch daran erinnern, als es angefangen hat, auch nach Deutschland zu kommen. Das war dann hat in Japan 97, 98 groß geworden, 99 auch in Amerika. Und dann kam es nach Deutschland. Und wir haben dann ein Heft gemacht. Also ich war ja Chefredakteur von Enson, einer Nintendo-Zeitung. Da haben wir darüber berichtet. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir doch mal ein Sonderheft zu den Pokémon. Wichtig, nicht die Pokémons, weil ein Pocket Monster, zwei Pocket Monster. Ganz wichtig, wenn man zu jemandem geht, der Pokémon kennt ist und sagt, wie geht's denn deinen Pokémons, dann ist man schon unten durch. Wir hatten ein Sonderheft gemacht von Enson, wo die 150 Pokémon drin war und es hat sich so blitzschnell verkauft, dass der Christian Gelbenpot, der damalige Chef, zu mir gesagt hat, Hans, mach bitte noch ein zweites Heft und noch eins. Hab ich habe gesagt, das ist aber schwierig. Wir haben ja schon alle Pokémon vorgestellt und die Karten, was sollen wir denn da machen? Ich habe dann so einen großen Layoutplan genommen, die Hefte, die ich damals betreut hatte, waren N-Zone, das war für Nintendo, PlayStation Zone war für PlayStation, Xbox Zone war für Xbox und dann war natürlich mein Arbeitstitel Kids Zone. Und da haben wir ein Heft rausgebracht, das war dann eine Mischung, wir haben ein paar aktuelle Pokémon-News, dann gab es ja auch noch Dragon Ball, da haben wir ein Fernsehprogramm mit rein, Pokémon-Aufkleber und das Ding hat sich 300.000 Mal verkauft in 2 Wochen, das Heft. Und hat dann über 10 Jahre lang wirklich extrem gut funktioniert. Es gibt heute noch die Website Kidzone und das ist Pocket Monster, was dann 1996 gekommen ist, hat wirklich die Welt erobert und ist kommerziell mit das Erfolgreichste. So, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Hier, wahnsinnig spannend, wer kann aus diesen Skizzen erkennen, das sind tatsächlich die allerersten Skizzen, die allerersten Skizzen, die Shigeru Miyamoto gemacht hat. Zu einem Spiel, weil damals war ja alles sehr pixelig und also hat er sich überlegt, wie kann er das eigentlich darstellen? Und was man ja hier erkennen kann, den Schnurrbart, das war nicht, weil er unbedingt jetzt jemanden schaffen wollte mit Schnurrbart, aber es war von der Darstellung her besser mit der Mütze und der Latzhose, dass man das einfach mit Pixeln besser erkennen konnte. Und Shigeru Miyamoto hat Mario geschaffen, was sich mit allen Teilen mittlerweile 467 Millionen Mal verkauft hat.
Man sieht hier links übrigens 1981 das erste Spiel, wo Mario vorkam. Das war Donkey Kong. Und damals hatte Mario aber noch gar keinen Namen. Es war der namenslose Jumpman. Und man muss es jetzt nicht aufzählen, aber auf jeder Nintendo-Konsole gibt es wahnsinnig tolle Mario-Spiele. Und gerade vor ein paar Monaten ist das Super Mario Maker erschienen, wo man ganz einfach auf Wii U selber Mario-Spiele machen kann. Und das ist, ja, und das wird sich auch nicht ändern. Mario ist und bleibt der größte Held in der Spielelandschaft. Und das wäre jetzt auch der Abschluss von den Spielen. Jetzt kommen wir noch zu einem, und zwar Angry Birds. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Das meistgespielte Spiel ist Angry Birds. Über 2 Milliarden Downloads gab es seit 2009. Allerdings muss man da dazu sagen, der größte Teil davon war kostenlos. Und während alle anderen Spiele, die Mario-Spiele, die muss man sich teuer kaufen. Und Angry Birds ist das Geschäftsmodell nicht ganz ausgefeilt. Tatsächlich hat gestern Rovio, die Firma hinter Angry Birds, bekannt gegeben, dass sie 250 Mitarbeiter entlassen. Und das ist auch ein kleiner Unterschied, oder was man vielleicht auch aufzeigen sollte. Früher waren die Leute gewohnt, Geld zu zahlen für Spiele. Ich habe gerne 20, 30 Mark bezahlt oder 40 Mark für Kassetten oder später für Module. Kann ich mich erinnern, für das Star Wars Spiel für Super Nintendo habe ich 180 Mark bezahlt. Aber die kostenlose Mentalität und günstige Spiele oder kostenlose Spiele für 79 Cent, wie für Doodle Jump, die sind nicht unbedingt vorteilhaft für die ganze Entwicklung der Spielelandschaft, weil tatsächlich gibt es gerade große Umbrüche bei dem Mobile-Markt. Karlsruher Studio Flair Games stellt die Spielentwicklung im Headquarter ein. Rovio entlässt Leute, während Supercell neue Umsatzrekorde aufstellt. Die machen tatsächlich Milliardenumsätze mit ihrem Clash of Clans, weil nämlich einige wenige Spiele wahnsinnig gut verdienen und andere Spiele überhaupt nicht. Und deswegen ist diese Entwicklerlandschaft, die man jetzt hier hat, relativ dynamisch. Und was auch interessant ist, jetzt gibt es bei vielen Firmen, die noch vor einem oder zwei Jahren gesagt haben, wir machen jetzt hauptsächlich Mobile, die sagen sich jetzt, nee, ich glaube, ich mache doch mein nächstes Call of Duty, mein nächstes Need for Speed, mein nächstes GTA, weil dieses wirtschaftlich dann doch sinnvoll ist. Und am Ende des Tages sind es ja alles Unternehmen, die davon leben, dass sie die Mitarbeiter bezahlen können. Und das ist generell auch ein Kennzeichen der Industrie. Als Browserspiele aufkamen vor einigen Jahren, haben auch gedacht, jetzt machen alle Browserspiele. Als dann Facebook-Spiele aufkamen, da wurden dann manche amerikanischen Firmen richtig groß, und die sind aber auch relativ schnell wieder klein geworden. Und das ist eine grundsätzliche Sache. Es kommt immer anders, als man denkt. Aber man muss wachsam sein, um da die Entwicklung nicht zu verpassen. Gerade auch als Verlag, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und das zum Inhalt hat. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss ein animiertes GIF, wie Spiele denn so aussehen. Wenn man das vergleicht, das ist von Uncharted auf der PlayStation 3. In Wahrheit sieht es noch ein bisschen brillanter aus, aber nur damit man mal einen kleinen Eindruck hat, wie Spiele heutzutage einfach aussehen können. So, und jetzt von Computec, wir haben ja das Ganze begleitet. Will ich das mal aufzeigen, wie wir vom Diskettenmagazin zur Livestream-App gekommen sind. So, hier haben wir jetzt berühmte Irrtümer von Verlagen. So, ich habe die Länge und Breite dieses Landes bereist und ich kann Ihnen versichern, dass Datenverarbeitung ein Tick ist, welcher dieses Jahr nicht überleben wird. Das hat 1957 der Managing Editor von Prentice Hall Business Books gesagt. Der Name ist leider nicht überliefert. Wahrscheinlich hat man den bewusst irgendwann mal gelöscht, den Namen, weil er war nicht der ideale Wahrsager, weil die ganze Welt verarbeitet heute eigentlich Daten. Aber, und das gleich vorausgeschickt, bei Verlagen, selbst bei Verlagen macht man Fehler. So, wir haben angefangen bei Computec 1989. Stiefsohn vom damaligen Gong-Verlag-Geschäftsführer hatte die Idee, der war ein Computerfreak, auf Disketten etwas abzuspeichern und das an den Zeitschriftenkiosk zu bringen. Das waren dann Diskettenmagazine, Magic Disc 64, Game On,
Man hat, das war tatsächlich einfach nur ein Karton eingeschweißt, Plastikfolie, und ich war auch einer der Käufer und ich war auch einer der Verkäufer, der Spiele dafür verkauft. Ich wurde da kontaktiert, weil ich ein Spiel entwickelt habe, ob ich nicht auch ein Spiel dafür machen will, und ich habe dann nach Nürnberg war das, nach Schwarzenbruck, ein Spiel verkauft und später dann nochmal eins und dann nochmal eins, und was dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann 1991 gefragt worden bin von Christian Gelbenbrot: Hans, willst du nicht mitmachen bei unserem Magazin Playtime, weil machen wir mal ein richtiges Printmagazin. Und das ist tatsächlich die Erstausgabe von Playtime. War ein ganz normales gedrucktes Magazin. Die ersten zwei, drei Ausgaben waren dann nicht sonderlich berühmt, aber wir haben uns dann weiterentwickelt. Und schon 1992, und das ist, glaube ich, entscheidend, auch bei Computec haben wir immer versucht, uns vorwärts zu entwickeln. 1992 haben wir bei Computec die weltweit ersten Zeitschriften mit Demo-Disketten gemacht. Was hieß das jetzt in dem Fall? Also wir haben angefangen mit 5 Leuten in Schwarzenbruck, im Kellerbüro von Herrn Silbermann, und waren dann 1992, sind wir nach Nürnberg gezogen, an den Hafen, neben Holzruf waren wir dort, und da haben wir dann neben Playtime 2 neue Magazine gemacht. PC Games gibt es heute noch, Amiga Games gibt es nicht mehr. Das war meine erste Zeitschrift, wo ich verantwortlich war. Und die Besonderheit war, war eine Diskette dabei und da war eine spielbare Demo-Version von einem Spiel dabei. Damals konnte man sich ja nichts runterladen aus dem Internet, und man hat daher einmal im Monat ist brav zum Kiosk gegangen, hat sich das gekauft und konnte dann zu Hause spielen. Die Entwicklung ging dann auch so weiter. 1995 haben wir die erste Zeitschrift mit monatlicher CD-Beilage gemacht. CD war natürlich viel mehr Platz, da konnte man viel mehr Demos unterbringen. Man konnte zum Teil auch schon Videos unterbringen. Dann 1996 war das, haben wir auch eine Webseite gemacht, pcgames.de. Links sieht man, wie pcgames.de ausgesehen hat als Website mit dem Browser damals. Und rechts sieht man, wie die Website heute aussieht. Was wichtig ist beim Verlag, es ändert sich immer sehr viel. Man muss auch immer versuchen, bei den Sachen da vorne dabei zu sein und manchmal auch zu entscheiden, wo es sich nicht lohnt, dabei zu sein. 2000 war dann natürlich der folgerichtige Schritt, die erste Zeitschrift mit DVD. Da hat man dann auch Vollversion draufgepackt. Also sprich, wenn man sich das Heft gekauft hat, hat man zu Hause auch ein komplettes Spiel bekommen. Und 2003 ging es dann weiter. Da hat Aruba angefangen, die mittlerweile zu Computec gehören, dass man Konferenzen macht. Ob das jetzt in Berlin ist, Quo Vadis, die älteste europäische Entwicklerkonferenz, oder den Deutschen Entwicklerpreis, der jetzt am 17. Dezember wieder in Köln stattfindet, oder Respawn während der Gamescom oder der European Games Award. Dann, was gehört noch zu Computec? Ein aktuelles Beispiel, ich kann jetzt nicht alle Produkte zeigen, GamesTV24 ist eine App. Prinzipiell ist es das Grundkonzept, man liest heute nicht mehr so viel, auf die Website muss man auch nicht unbedingt gehen. Deswegen war unsere Idee, wir machen eine App, wo es immer die neuesten Spielevideos gibt. Die haben wir entwickelt, die gibt es also weder am Kiosk noch ist sie eine Website, sondern die gibt es kostenlos in den App Stores oder bei Google Play oder bei Windows Store und finanziert sich über Werbung. Und da habe ich auch einen aktuellen TV-Spot dabei, der jetzt im Oktober gelaufen ist. GamesTV24, die Video-App für Spielefans. Ob Trailer, Tests, Streams, Let's Plays oder tägliche Shows. GamesTV24 zeigt alle Spiele für alle Systeme. GamesTV24, natürlich kostenlos für Android, iOS und jetzt ganz neu für Windows Mobile. So, und das ist, was haben wir auch gemacht? Wir haben die Live-Übertragung gemacht vom Deutschen Computerspielpreis zum ersten Mal. Das konnte man über die GamesTV-App zum Beispiel sehen oder auch über die Website. Und das zeigt dann eigentlich den Weg, den Computec genommen hat von 1989 bis 2015. Hier sieht man mal auf einen Blick, was Computec jetzt heute ist. Wir haben rund 200 Mitarbeiter. In Fürth ist unser Hauptsitz, in Berlin, da ist Golem, in Hamburg ist 4Players und 4NetPlayers, da haben wir das Servergeschäft. In München sind die Redaktionsbüros von den Linux-Magazinen und in Köln sitzt Aruba. Und hier sehen Sie den kompletten Überblick, links oben die Magazine, dann gibt es die sogenannten Booker-Scenes, das sind
hochwertige Hochglanzcover Bücher zu speziellen Themen, die es am Kiosk gibt, dann die Apps wie Games TV, dann haben wir natürlich die ganzen Websites for Players, PC Games, Golem, Corporate Publishing, bei Saturn die Kataloge nebenan, die sind von uns zu dem Spielethema. Wir machen das offizielle Gamescom Magazin, wir machen die Events und wir haben auch Online-Schulung. Und das ist das, was sich aus Schwarzenbruck heraus entwickelt hat in den letzten 26 Jahren mittlerweile. Und damit sind wir dann auch schon am Ende meiner Zeitreise durch die Spiele und die Medienwelt angekommen. Und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, Fragen. Genau, Fragen. Gibt es vielleicht noch Fragen? Da hinten ist eine. Was glauben Sie, in welche Richtung wird das gehen? Wird das eher auf Online-Markt bleiben oder wird das eher auf Offline-Markt? Ja, grundsätzlich glaube ich, also eines weiß ich von Nintendo, die Pläne sind ganz klar, die Konsolen werden keinen Datenträger mehr haben. Braucht man auch nicht. Also, man wird sich seine Inhalte runterladen. Ob das jetzt ein Film ist, den man sich schon runterlädt, ob das dann das Spiel ist, was man sich runterlädt, oder auch unsere Zeitschriften gibt es ja auch in App-Form. Man muss nicht mehr unbedingt das als physisches Produkt haben. Heißt aber nicht, dass man dann online gegeneinander spielt. Das ist einfach nur der Vertriebsweg. Und ich glaube grundsätzlich, dass es... man wird, glaube ich, nicht jeder wird so eine 3D-Brille aufhaben oder Virtual Reality-Brille aufhaben. Man wird, glaube ich, immer gegeneinander spielen. Es wird immer Sportspiele geben, Rennspiele. Und das, glaube ich, wird die Entwicklung sein. Und es wird sich auch ein bisschen was ändern. Es gibt ja die verschiedenen Spiele. Es gibt die kostenlosen Spiele auf Smartphones, die wird es weiterhin geben. Es gibt Sachen wie Minecraft. Also ich glaube, es gibt einfach die verschiedenen Kategorien, wie es im Filmbereich ja auch ist. Und es gibt Fernsehserien, tägliche. Und dann gibt es große Blockbuster, Kinofilme. Und ich glaube, dass das einfach Spielen ist. Man wird immer spielen. Spielen ist eine wunderbare Unterhaltung. Und der Unterschied ist auch, glaube ich, zu früher, dass Spielen auch anerkannt ist. Es ist in der Mitte der Gesellschaft und jeder spielt von jung bis alt. Und das, glaube ich, ist das wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Es ist zu Virtual Reality. Ja. Und zwar in den Medien wird ja immer wieder gerne auf Games eingeschlagen, jetzt im Sinne von Killerspielen und ähnlichem. Sind Sie der Meinung, dass es eventuell auch mit Virtual Reality passieren könnte, im Sinne von, dass es dann eben Realitätsfern ist und dass man es nicht mehr unterscheiden kann? Weil es ist ja quasi gute Munition. Also ich bin ja ein Experte für brutale Spiele. Aber also eines halte ich schon für wichtig. Wenn man heute Spiele spielt auf dem großen Fernseher, auf der Leinwand, ist es ein Erlebnis, wo der Körper in der Lage ist, zu erkennen, das ist etwas anderes, das ist Unterhaltung und das ist getrennt. Tatsächlich, glaube ich, droht schon die Gefahr, und das ist auch wirklich noch nicht erforscht, und ich glaube, deswegen tut sich auch Facebook, die ja Oculus Rift gekauft haben, sehr schwer, weil man wirklich aufpassen muss für den Körper, wenn man wirklich in der abgeschlossenen Welt ist, wenn man den Kopfhörer aufhat und man hat dieses Erlebnis. Wenn man dann ein echtes Horrorspiel spielt, und dieses sieht sehr realistisch aus, dann kann das möglicherweise dramatisches Erlebnis auslösen. Ich sag mal, wenn jemand einen schweren Unfall oder wenn man schlimme Bilder sieht, dann sind die abgespeichert, und ich wage jetzt mal zu behaupten, man sollte schon, also ich will jetzt nicht als besonders vorsichtig dastehen, aber prinzipiell, glaube ich, ist es schon etwas, wo man aufpassen muss, wie dann, was da die Langzeitwirkung tatsächlich ist. Ja? Also ich sag mal, wenn man ein Rennspiel spielt, dann, glaube ich, ist das ja wunderbar, das kann man echt auch machen. Allerdings, wenn es dann um echte Horrorsachen geht und wenn es da wirklich brutal wird, wir kennen das ja alle, man sieht irgendeinen Film und träumt dann auch vielleicht. Und wenn man dann ein Call of Duty spielt oder ein Battlefield und es sieht so wahnsinnig realistisch aus und hat sich da durchgekämpft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das möglicherweise im Gedächtnis abgespeichert wird, das ist wirklich passiert. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, sollte man schon aufpassen, wie das auf den Körper wirkt. Denn nicht immer ist Fortschritt gut, und das ist etwas, was mir aufgefallen ist bei solchen Sachen. Es ist schon ein unglaubliches Erlebnis, aber es ist auch durchaus eine Gefahr. Und verteufeln, glaube ich, ich denke, aus dem...
aus der Zeit sind wir raus, wenn irgendwo ein Amoklauf ist, das heißt, ja, der war ein Spieler. Also ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt in die USA gucke, wenn man dann die Todesopfer zählt mit Waffen, weil man die zu Hause hatte, und die Todesopfer durch andere Sachen, dann stellt man fest, Probleme sind in dem Fall nicht die Spiele, sondern das Problem ist generell, wenn jemand eine Waffe besitzen darf. Und deswegen glaube ich, es ist, glaube ich, wie bei allen Medien, man muss vernünftig damit umgehen, und nicht jedes Musikstück, jedes Buch, jeder Film ist für jedes Alter geeignet. Und ich glaube, da muss man, sind, glaube ich, auch die Eltern und die Gesellschaft ist gefordert. Und, aber prinzipiell, glaube ich, können es grandiose Erlebnisse werden, aber man sollte schon aufpassen. Also, aber da weiß ich auch, dass dann die Firmen dahinter sind und auch diese Auswirkungen dann wirklich erforschen. Und aber was dann tatsächlich passiert, wenn man solche Produkte, also so ein Call of Duty, wenn man das wirklich mit 3D-Brille spielt, das muss man dann erst sehen, wenn es soweit ist, also wenn es dann Albträume macht, aber man muss aufpassen. Ich hätte noch was zum Thema USK, also was die Prüfkriterien angeht, da frage ich mich auch manchmal, was die sich denken. Wenn ich jetzt sehe, ein Spiel wie Irrwiffe, ungeschnitten per 18, kommt raus und Dying Light kommt gar nicht raus. Also da fehlt mir dann auch die Relation dazu, weil Dying Light im Endeffekt nicht so schlimm ist wie Irrwiffe, wenn ich das mal direkt vergleichen darf. Ja, könnte ich jetzt den Felix Volk anrufen. Also auf meinem Handy ist der Chef von der USK in Berlin. Es ist nicht immer so einfach, das alles nachzuvollziehen. Die versuchen ihren Job zu machen und achten aber auf Faktoren, die uns gar nicht so bewusst sind. Und es ist grundsätzlich ist es immer so, wo Menschen etwas beurteilen, gibt es andere Menschen, die Sachen anders sehen. Das wissen wir von Computec als Spielekritiker vom Beruf, weil die Menschen, habt ihr zu hoch bewertet, habt ihr zu niedrig bewertet, grundsätzlich weiß es jeder immer besser, und das ist genauso ein Fall, wo man dann lange diskutieren kann. Grundsätzlich kann man eines sagen, es ist sehr gut, dass wir in Deutschland ein funktionierendes Jugendschutzsystem haben. Das ist wahnsinnig wichtig, weil das nämlich auch für die Wirtschaft sehr gut ist, dass man genau weiß, welche Produkte dürfen verkauft werden. Und da muss ich tatsächlich sagen, lieber schießt man manchmal übers Ziel hinaus, bevor falsche Produkte in Kinderhände kommen. Deswegen, also generell kann man sagen, USK, das ist ein wunderbares System. Auch unsere Zeitschriften werden übrigens monatlich geprüft mit Datenträger drauf. Jedes Video wird angeguckt. Es ist gut, dass wir dieses System haben, weil das auch einen großen Beitrag geleistet hat, dass die Eltern sich sicher fühlen und generell die Gesellschaft sagt, nee, das ist ja in Ordnung. Da ist ja großes Discover-zerstörendes farbiges Signal oben. Das ist bei Filmen genau das Gleiche. Und das, glaube ich, ist gut. Es hat einen großen Beitrag geleistet, weil alle wissen, auch die Oma kann sofort sagen, okay, ist das jetzt was für Luca oder ist das was für Vincent? Man sieht es einfach sofort, und deswegen ist es grundsätzlich gut. Im Einzelfall, wenn wir mal das wieder machen, dann können wir den Felix Falk mal dazu holen. Das wäre mal ganz gut hier von der USK. Der ist übrigens auch ein wunderbarer Saxophonspieler und geht auch mal auf Tour. Und dann holen wir den mal dazu. Der könnte da viel mehr erzählen als ich, und weil der tagtäglich genau diese Fragen bekommt. Und, aber ich habe es damals auch nicht verstanden, wieso mein Spiel indiziert worden ist. Ich finde es furchtbar. Ich persönlich habe die Ihre dritten Eigenschaften Dying durchgelassen. Tja. Aber Sie dürfen sich ja alles kaufen. Dafür gibt es ja noch Importshops, ne? Ja, genau, noch. Auch hier in Fürth. Ja. Gamescom oder die? Oder? GameStop. Lounge. GameStop nicht. GameStop hat nur USK. GameStop in der Schwabacher Straße, da kriegt man auch, da hat man nicht so GameStop. Mal nach Soldier fragen. Ich glaube, das wird so eine Zeit. Ja, die Relation vom Preis wäre mir auch noch wichtig, weil, wenn ich jetzt manche Spiele sehe, Spieldauer von 8 Stunden, Vollpreis für 70 Euro, oder wenn man jetzt mal von aktuelles Beispiel, Metal Gear Solid, des Ground Zeroes, allerdings auch noch für 30 Euro, für, sagen wir mal, 2-3 Stunden Spielzeit, das ist, da denke ich mir auch, muss nicht sein, oder wenn bestimmte Sachen extra aus den Spielen rausgelassen wird, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed, was ja erwiesen war,
Und dann hinterher als Download verkauft wird. Also in meinen Augen naja, ist es echt Abzocke. Im Prinzip, grundsätzlich haben wir alle Unternehmen das Ziel, Geld zu verdienen. Auch Computec übrigens. Und man verlangt an dem Preis den höchstmöglichen, sage ich mal grundsätzlich, um das alles finanzieren zu können. Und das ist immer eine Frage, wie weit die User da mitmachen. Und manchmal übertreibt man es und manchmal nicht. Und es ist nicht ratsam, den höchstmöglichen Preis zu wählen, sondern einen fairen Preis zu wählen. Aber es hängt auch immer vom Konsumenten ab. Man kann es auch nicht in Spieldauer, glaube ich, unbedingt machen, weil vielleicht sind die 3 Stunden bei Metal Gear Solid viel toller als 20 Stunden von irgendwelcher Langeweile. Also insofern habe ich jetzt auch ganz gerne hier, wie viel waren es jetzt, 66 Euro bezahlt für die 4 Karten für Star Wars im Deluxe-Kino. Und habe auch gedacht, das ist aber jetzt ganz schön teuer, aber in dem Fall habe ich gesagt, das ist es mir jetzt aber wert. Und ähnlich ist es auch bei Spielen und Film und Musik, wo man sagt, ja, es gibt manche Alben gibt es dann für 6,99 und manche gibt es dann für 12,99 nur Deluxe. Das ist, die Firmen prinzipiell sind Wirtschaftsunternehmen und versuchen Geld zu verdienen. Ja, und auch nicht, ja, nee, deswegen wollen sie das ja verhindern. Das hat ja auch nicht funktioniert. Das stimmt, aber es ist normal. Also wenn Firmen Geld verdienen wollen, dann machen sie manchmal Sachen, wo die Konsumenten sagen, das mache ich nicht mit und das ist eine normale Entwicklung. Die Diskussion in den ganzen DLCs oder sowas, wo man eigentlich auch sagt, das hat der Verbraucher in der Hand, warum macht es die Leute nicht, warum sind eigentlich das Hauptspiel, wo jeder mittlerweile weiß, das ist so nach und nach. Ja, das ist richtig. Und da sagt man ja auch, man könnte einfach das einmal boykottieren, macht keiner. Genau. Am Ende entscheidet der Konsument. Wenn der Konsument die Produkte nicht kauft und die kalte Schulter, dann ändern sich die Firmen. Und natürlich ist es ein bisschen paradox, wenn man sagt, DLC, Downloadable Content, kauft man dann ja quasi, allerdings stellt man dann fest, es ist eigentlich auf dem Datenträger schon oben und es ist nur eine Methode, um nochmal Geld zu verdienen. 6 KB und dann ist es freigeschaltet. Genau. Das ist aber. Ja, man probiert es immer wieder. Manche Sachen werden dann aufgedeckt und es ist aber eine normale Entwicklung. Manche Konsumenten zahlen auch für ein Handy 600, 700, 800 Euro. Geräte mit der gleichen Leistungsfähigkeit kosten auch von anderen Herstellern 200, 300 Euro. Die eine Firma wird vergöttert, die andere nicht. Also es ist, ich zum Beispiel bin jetzt spannend, weil es gerade bei den neuen Plus Spiel soll ja Online-Zwang haben. Das wird man jetzt dann mal wieder sehen, ob der Konsument das annimmt. Das war zum Beispiel der Fall, der Grund, warum ich Destiny wieder aufgegeben habe. Weil wenn ich nicht einmal die Kampagne offline zocken kann, wenn ich dazu gezwungen werde, immer online zu sein, dann ist das halt einfach nicht mehr mein Ding oder sowas. Weil mir ja trotzdem, nee, und das ist bei den neuen Plus Spiel, das ist auch angesagt, dass das nur selbst die Kampagne nur funktioniert, wenn ich ständig online bin. Und aber es hängt aber vom Produkt ab. Beim Half-Life hat es ja auch nicht geschadet, dass man da hier online das Ganze sich holen musste. Und insofern ist es immer. Jetzt zum Beispiel Hitman wird ja so häppchenweise veröffentlicht. Ich kenne den Studiodirektor sehr gut. Er hat nämlich ein Österreicher, der hat Amiga-Spiel entwickelt und eins der Spiele hatte ich damals auf der Coverseite. Und der hat mir das lange erklärt, weil man natürlich sagen, ich möchte gleich das komplette Spiel haben. Und das ist, was ist der Beweggrund dafür, diesen Weg zu gehen, dass man das also abschnittsweise macht? Hintergrund ist ganz einfach. Solche Produktionen werden immer teurer und teurer. Und die Produktion von einem GTA hat 400, 500 Millionen gekostet mittlerweile. Und wenn man das häppchenweise macht, hat man die Möglichkeit, das auf den Markt zu bringen, schon Einnahmen zu generieren und mit diesen Einnahmen die Weiterentwicklung zu finanzieren. Das ist der einfache wirtschaftliche Hintergrund, weil die Entwicklung möglicherweise zu teuer werden würde und dann würde das Produkt aber nicht so werden. Am Ende kann man aber beruhigt sein, der Konsument entscheidet, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wenn etwas wirtschaftlich nicht funktioniert, dann kann ich Ihnen versprechen, dann wird es auch auf Dauer nicht so weit. Ich bin mir auch sicher, also ich meine, das online, ständig online, setzt sich durch, genauso wie jetzt das neue Nahrungsbellotron, das ist ja auch hauptsächlich ein Multiplayer, also da ist eine Müllkampagne drin, also die Zeit ändert sich einfach, es kommen neue Gamer dazu. Andere fallen halt irgendwie weg, weil sie darauf vielleicht keinen Bock mehr haben oder sowas, ne? Gerade bei Star Wars oder sowas. Also, wie gesagt, nur ein Multiplayer und manche mögen halt auch so wie Tomb Raider oder sowas einfach mal eine coole Story und das war ja früher auch so. Oder so. Ja, und also ich. Aber ich hätte vielleicht noch eine kurze Frage, was glauben Sie, wird das neue Zelda noch für die Wii U kommen oder schon für die NX?
Also der Bernd Farkisch, der General Manager von Nintendo, hat mir gesagt, nein, das kommt für Wii U, selbstverständlich. Selbst wenn es nicht kommen würde, sondern jetzt für die neue Konsole, die angeblich schon nächstes Jahr gezeigt wird, oder die definitiv auf der E3 gezeigt wird, würde man es jetzt nicht anders sagen. Aber entscheidend ist aber tatsächlich doch, es kommt ein neues Zelda. Und auf welcher Konsole ist es doch eigentlich wurscht, Hauptsache es kommt, glaube ich. Das ist, was ist dann zumindest. Okay. Jo. Das war jetzt quasi nochmal die letzte kleine Frage. Ja, ich glaube, da können wir noch lang viele Fragen stellen. Also was ich natürlich toll fand, ist herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war jetzt, glaube ich, ein Vortrag, wo ganz viel war. So Emotionen, Kindheitserinnerungen, Fachleute, die hier wirklich fleißig mitdiskutieren, die in der Branche sind. Ein Einblick in die Branche auch. Also ich fand es jetzt so einen richtig schönen Rundumschlag mit vielen Punkten. Ich bin mal gespannt, wann Sie auf irgendeinem Vortrag zitiert werden mit irgendwie der war auch ein Fehlurteil oder eine Wahrsage. Nicht Familienmitglieder von mir, die würden sagen, da laufen Fehlurteile, aber. Also die haben es ja dokumentiert auf Video und dann irgendwann jetzt mal auftauchen. Oh ja, das ist sehr schön, ja. Da werden sie zitiert werden. Wunderbar. Mit einem. Das ist tatsächlich das Schlimme auf YouTube, da sind dann auch nur alte Dokumente und das können dann in 10 Jahren, aber so ist es halt einfach. Ja. Ich glaube, das hier brauche ich gerade. Ja gut, dann möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie den Vortrag hier gemacht haben und Sie haben schon eine Anregung gemacht, dass wir mal jemanden einladen können, dass Sie wiederholen können, vielleicht noch andere Facetten. Genau. Wir hoffen natürlich auch, dass sowas wie Games-Arten nochmal in anderer Form oder ähnlich auch in Fürth nochmal passiert und wir werden ja hoffentlich auch öfters noch zusammen zu tun haben. Sehr gerne. Ja. Ich möchte mich bedanken bei allen, die hier gekommen sind, Interesse gezeigt haben, Fragen gestellt haben und vielleicht jetzt auch noch draußen noch ein bisschen spielen. Also wir haben einen Ü18-Abend hier, GTA glaube ich ist auch in einem Container und Laserdeck ist auch draußen noch. Und Social habe ich gehört. Genau, den C64. Genau, den haben wir jetzt nicht dabei. Müsst ihr von der Liste runter sein, oder? Ja, aber ich will ja gar nicht, dass runterkommt. Da kann ich ja nicht so sagen. Es ist wenigstens irgendwas Bleibendes von mir. Nicht mehr rufschädigend sowas. Genau. Nee, jetzt. Oder kann ich sagen. Okay. Dankeschön.